Na bitte. Es geht doch. Oh, hallo. Guten Morgen. Ich habe gerade was sehr Praktisches erfunden. Etwas für faule Leute. Na ja, ich gebe es zu, so was Ähnliches gibt's schon, nicht? Im Gebirge, ja, eine Seilbahn. Aber eine Frühstücksseilbahn oder eine Kaffee- und Kuchenseilbahn, gibt's noch nicht. Dabei liegt es doch so nahe, nicht? Wenn man viele Dinge zu transportieren hat, von hier nach da, dann muss man doch nicht immer so oft laufen. Nö, man könnte sich eine Verbindung bauen, ja, von hier nach da oder von unten nach oben. So wie die hier, eine bleibende Verbindung, die man immer wieder benutzen kann, ja. Tja. Hey, hier geblieben! Na, also, das Prinzip ist schon gut. Aber ich muss die Talstation verbessern. Ja, da brauche ich noch ein paar Schrauben. Ja, die hole ich mir jetzt. Ja. Die Schrauben gibt's da hinten. Aber auf der anderen Seite des Baches. Ja. Jedes Mal, wenn ich eine Kleinigkeit brauche aus dem Bastelladen, muss ich einen riesen Umweg machen oder schwimmen. Die Brücke ist nämlich ganz weit vorn. Naja, spazieren gehen soll ja sehr gesund sein, nicht? So. Tag, sagen Sie mal, wohnt hier irgendwo ein gewisser Peter Lustig? Nee, doch, das bin ja ich. Sie wollten zu mir? Ja, sicher. Um was geht's denn? Um die Post hier. Ja, die Post, natürlich. Danke. Ich bin die Urlaubsvertretung. Ich heiße Barbara. Das ist ein schöner Name. Ein schönes Fahrrad haben Sie da, so gelb. Ein Moped wäre mir lieber. Und wissen Sie warum? Ihretwegen. Meinetwegen? Naja, weil Sie auf dieser Seite des Bachs wohnen und ich mich jedes Mal tottrampeln muss wegen Ihrer paar Briefe. Die Brücke ist nämlich da hinten. Ja, ich weiß, das ist ein Umweg. Ja. Eine Brücke. Ich baue ihr eine Brücke. Eine Brücke! Baue ich Ihnen! Ja. Ich weiß auch schon, wie ich das mache mit der Brücke. Wie mit der Seilbahn. Mit Strippen. Das wird eine Hängebrücke. Das ist eigentlich gar nichts Neues. Schon seit Urzeiten bauten die Inuits im Urwald solche Hängebrücken. Nur aus Lianen, Tauwerk und ein paar Brettchen. Solche Schluchten konnten die damit überqueren. Auch die Inder und die Chinesen nahmen Strippen und, bitte, es funktioniert. Naja, es schwankt ein bisschen. Man muss sich gut festhalten und vorsichtig gehen. Der Esel hier hält sich noch nicht mal fest. Lieber nicht runtergucken. Ja, aber die Brücke hält. Ganz ohne Eisen oder Beton. Wichtig ist nur, dass sie an beiden Enden gut festgemacht ist. So. Die Verankerung steht. Und da drüben? Jetzt die Brücke. Ja, auch die stärksten Brücken haben mal klein angefangen. Ne? Mit einem dünnen Seil. Und das muss ja nur erstmal nach drüben, auf die andere Seite. Ne? Das ist ja klar. Na, dann wollen wir mal. Nee, das war noch nicht. Na, wenn ich erstmal eins drüben habe, dann kann ich ja zwei nachziehen. Ne? Und dann kann ich mir den Rest irgendwie. Nee, Himmel. Na, sowas gibt's denn das auch. Noch einmal, wenn ich dann drei drüben hab, nicht, dann kann ich ja eigentlich schon trockenen Fußes. Nee. So geht's nicht. Ich glaube, ich muss da. Ja. Das Schicksal der Brückenbauer, nicht? Einmal müssen sie ins Wasser. Ja. Aber nur einmal eben und das nur am Anfang, nicht? So. Da. Jetzt bin ich hier drüben und
Strick auch und da ist gar nichts. Also ich kenne Tiere, die machen das geschickter. Ja, wenn ich eine Spinne wäre, da hätte ich es einfacher. Ich hätte meine Strippe immer bei mir, könnte sie beliebig verlängern, könnte sie überall ankleben und die schönsten Brücken damit bauen. Bin mal gespannt, was das hier werden soll. Ja, jetzt sind es schon 3 Fäden. Ja, die Brücke ist fertig. Aber Moment, es geht noch weiter. Noch eine Verankerung. Noch eine Verstärkung. Und noch ein dickes Trageseil. Ich glaube, das wird der Rahmen für das Netz. Ja. Es gibt auch noch andere Brückenbauer unter den kleinen Tieren. Hier, die Bienen können das auch. Sie haben das Problem, von einer Wabe zur anderen zu kommen. Und sie bauen einfach eine Brücke aus sich selbst. Eine Menge Bienen halten sich gut aneinander fest. Das gibt einen sicheren Steg. Und die anderen laufen drauf herum. Also, ich baue meine Brücke lieber anders. Ja, so. Fertig. Meine Hängebrücke. Ja. War gar kein Problem. Ich habe doch schließlich gelernt von den Indianern, von den Chinesen. Ne? Das hier, das sind die Verankerungen. Die müssen stabil sein. Und die sind auch stabil. So. Und jetzt werde ich die Brücke einweihen. Schade. Guck, kein Schwein. Naja, das wollen wir mal. Ich werde jetzt trockenen Fußes hier rüber. Ja? Da hier in der Mitte, da hängt's durch und das schwankt ein bisschen. Aber das muss so. Hallo, Herr Lustig. Herr Peter Lustig. Wie? Hier, das. Fräulein Barbara. Wollen Sie womöglich zu mir? Was heißt hier wollen? Ich muss. Post für Sie. Das trifft Sie. Ich habe nämlich für Sie hier. Sie müssen nicht mehr diesen Umweg fahren. Kommen Sie einfach rüber. Was? Rüber? Über das Strippengebammel? Das ist eine Hängebrücke, Fräulein Barbara. Sie sollen sie einweihen. Nur Mut. Hm? Eine Brücke und Sie meinen, ich kann da einfach rüber mit Fahrrad? Ja, sicher. Die hält. Naja, schwankt ein bisschen, aber das muss so. Aha. Ich weiß ja nicht. Also eine Brücke ist ja eigentlich ein bisschen was anderes. Ich helfe Ihnen. Nur keine Angst. Ich nehme Fahrrad. Ganz ruhig bleiben, dann wird es schon klappen. Das Prinzip stimmt schon. Man müsste was? Vielleicht. Meinen Sie? Tja, aber ich meine, die Idee war doch gut, oder? Eine schöne Einweihung, Herr Lustig. Suchen Sie sich für Ihre dämlichen Erfindungen das nächste Mal eine dümmere aus. Sie Bastelgenie, Sie! Tja, war wohl nix. Ja. Aber eine Brücke muss her. Schon wegen Barbara. Ne? Es muss ja nicht so eine Brücke sein. Es gibt doch viele Arten von Brücken. Die zum Beispiel. Eine ganz berühmte Brücke in Amerika. Eine riesige Hängebrücke eigentlich. Oder die hier. Sowas nennt man eine Balkenbrücke. Ja, logisch. Ein langer Balken auf Stützen. Überbrückt ein ganzes Tal. Noch eine Balkenbrücke. Ein paar Nummern kleiner. Und hier, du lieber Himmel, Brücken zum Aussuchen. Alles Balkenbrücken. Es gibt Stützen aus Beton und Balken aus Stahl bei Autobahnbrücken. Es gibt, nanu, was ist denn das? Ach so, Stahlbrücken. So hoch
dass Schiffe drunter durchfahren können. Und Brücken, bei denen der Balken an Strippen aufgehängt ist. Und die hängen an einem Bogen. Sehr trickreich. So kann sich die Brücke nicht durchbiegen. Na, die hier wird sich auch nicht verbiegen. Die Pfeiler stehen sehr dicht beieinander. Aber Moment mal. Die Brücke hängt ja auch an Tragseilen. Und die werden von zwei riesigen Stützen festgehalten. Sehr schön. Na, da kann nichts passieren. Noch so eine. Ein langer Balken, ein Pfeiler und ein paar Strippen. Ich glaube, ich baue mir auch sowas. Nur ein paar Nummern kleiner, natürlich. Ein langes Brett muss erstmal über den Bach. Und es ist schwerer, als ich dachte. Naja, ich habe einen Strick dran gebunden, der läuft über Astkabeln und so lasse ich es langsam runter. So, das Wichtigste wäre geschafft. Der Tragebalken. Liegt an beiden Enden fest auf. Aber hier in der Mitte, da ist es mir noch nicht stabil genug. Ja, habe ich mir gedacht. Wenn ich das lange genug mache, das könnte glatt brechen, das Brett. Eine Brücke muss sicher sein. Sonst kann Schlimmes passieren. Wie zum Beispiel hier. Das ist eine Brücke über einen schwedischen Fjord. Das heißt, es war eine Brücke. Denn hier hört sie plötzlich auf. Abgebrochen. Durchgebrochen. Weil das Schiff da hinten einen Pfeiler gerammt hat. Tja, da fehlt ein ganzes Stück Brücke. Nur, weil die Pfeiler nicht stabil genug waren. Sicher, Brückenbauer haben es schwer. Sie wissen nie genau, wie dick sie die Pfeiler machen sollen oder den Balken. Erst wenn was passiert ist, sind sie schlauer. Und dann bauen sie alles etwas stabiler. Kleinen Brücken kann sowas auch passieren. Einfach durchgebrochen. Das kann ein Konstruktionsfehler gewesen sein oder ein Sturm. So wie dieser hier. Die Golden Gate Brücke in San Francisco. Sie schwankt, aber sie bricht nicht. Damit nichts passiert, werden neu gebaute Brücken erstmal getestet. Das hier ist eine Eisenbahnbrücke. Und zum ersten Mal fährt eine Lokomotive mit besonders schweren Testwagen rüber. Ja, sie hält. Was wird denn hier gemessen? Brückenbelastungswagen. Ah, jetzt weiß ich. An der Brücke hängt ein Faden. Und jetzt wird gemessen, wie weit sich die Brücke durchbiegt, wenn etwas drüber fährt. Zug ab. Da kommt er. Und diesmal wird es eine besonders harte Probe, denn die Lok wird mitten auf der Brücke bremsen. Seht ihr? Die Brücke biegt sich etwas durch. Und das soll sie auch. Nur brechen darf sie nicht. Sie hat den Test bestanden, die Eisenbahnbrücke. Ja. Und da. So. Das müsste genügen. Der ist tief genug drin. Und das muss er auch. Denn das hier soll eine sichere Brücke werden, ne? Ja. Der Pfosten da, der wird nämlich dafür sorgen, dass das Brett hier sich nicht durchbiegt und nicht schwankt. Ja. Und diese Strippen hier,
Also wir Brückenkonstrukteure nennen sie schräge Tragseile. Die werden jetzt hier am Brett festgemacht. Na, nun wollen wir mal. Also, so. So, dann wollen wir mal. Au. Ja. Ja, das ist jetzt der ganze Trick. Ja, das hält. Wenn jetzt was Schweres auf diese Brücke kommt, ne, dann kann die sich nicht mehr durchbiegen, denn sie wird ja, oh Moment, sie wird ja gehalten von den Seilen hier, von den Strippen. Und all diese Seile gehen ja nach oben zum Tragepfosten und ziehen den immer weiter runter ins Bachbett. So können Sie ihn nicht rausziehen und er kann auch nicht umkippen. Ja. Genial, ne? Ja. Ja, so wird dieses mickrige Brettchen genauso stabil wie eine richtige Straße. Ne? Man könnte jetzt mit dem Fahrrad einfach so drüber. Ja, Fahrrad. Wenn Barbara die Brücke jetzt sehen könnte. Hm. Ist schon zu spät, aber ja, vielleicht kommt sie ja. Hoppla, noch mal. Dann könnte sie doch sich die Brücke anschauen. Ja, ich warte einfach. Ja. Augen wird sie machen, wenn sie meine neue Brücke sieht. Ja, dann kann sie jeden Tag rüberradeln, muss keinen Umweg mehr machen. Ja, und ich werde ihr neuer Lieblingskunde. Aber das kann ja noch dauern, nicht? Ich glaube, sie kommt nicht mehr. Die Barbara. Und außerdem, es wird gleich dunkel werden und dann würde sie meine tolle Brücke überhaupt nicht sehen können. Ne? Naja, morgen. Na nun, wo kommt denn das her? Das ist ja Barbara. Hörst du, Barbara? Eine Nachtigall. Du, das habe ich mir schon immer gewünscht. Du und ich, ganz allein in einem Boot. Und wir... Oh, Barbara! Wo bist du? Hier! Halten Sie aus, Fräulein Barbara! Ich komme! Wer sind Sie denn? Ich? Och, ich... Ich war ja nur so in der Nähe. Sagen Sie mal, Sie Katastropheningenieur, war das Ding etwa Ihre Idee? Na ja, schon. Ich dachte, Sie würden mit dem Fahrrad rüber, nicht? Aber eigentlich wollte ich nur die neue Brücke... Unschuldige Menschen gefährden, jawohl, das wollten Sie. Aber wenn Sie meinen, dass Sie uns etwa... Lass doch, Werner. Ach, der spinnt doch. Werner, unser Boot! Freundchen, wenn ich dich erwische... Eine Brücke... So ein Blödsinn! Ja. Komm, Barbara! So blödsinnig war die Brücke gar nicht. Naja, zugegeben, die Konstruktion war noch nicht so ganz ausgereift. Ne? Und Barbara ist womöglich etwas sauer auf mich. Der spinnt, hat sie gesagt. Aber die wird sich wundern. Sie kriegt von mir eine Brücke. Jawohl. Und ich weiß auch schon, was für eine. Hier, sowas. Eine Bogenbrücke. Ja. Die heißt so, weil sie wie ein Bogen gebaut ist. Das macht die Sache sehr stabil und Schiffe können drunter durchfahren. Ja. Naja, die Erfindung ist nicht direkt von mir. Schon die alten Römer hatten sowas. Und die Türken. Eine schöne Konstruktion, ne? Und nur aus Stein und Mörtel. Die auch hier. Und die... Hunderte von Jahren alt sind diese Gemäuer und die halten immer noch. So ein Bogen ist eine ideale Form. Es gibt ihn aus Eisen. Moment mal, das ist doch keine Brücke, das ist der Eiffelturm in Paris. Ach so, ja, und wo ist der Bogen? Aha, drunter. Noch ein Bogen. Es gibt natürlich auch gemauerte Bögen über Autobahnen.
da gibt es auch großartige Bögen aus Stahl. Ja, und solange die nicht rosten, kann man daraus die schönsten Brücken bauen. So, das ist sie. Meine neue Brücke. Naja, ein paar Nummern größer wird sie schon werden müssen. Aber dann wird Barbara Augen machen. Ja. Stabil wird sie sein. Barbara kann dann jeden Tag drüber radeln. Schiffe können drunter durchfahren. Ja. Und teuer wird sie werden. Ja. Ich will sie nämlich aus Holz machen. Und das kostet. Aber da wird mir schon was einfallen. Danke, die Dame. Na, wer will noch mal? Hin und zurück nur 10 Pfennig. Kinder und Rentner umsonst. Oh, hallo. Na, wie ihr seht, mir ist was eingefallen. Ne? Aber erst mal meine neue Brücke. Na? Wie gefällt's euch? War eine Menge Arbeit. Aber es hat auch Spaß gemacht. Und so nebenbei habe ich damit den Holzbaukasten für Erwachsene erfunden. Einmal Brücke, bitte. Dankeschön. Hallo, Frau Riebeseel. Wie geht's denn so? Oh, danke, danke. Eine schöne Brücke haben Sie da gebaut. Nun kann ich doch öfter meine Schwester besuchen auf der anderen Seite. Mit dem Bus war das doch immer so umständlich. Ja. Und, na, und schließlich bin ich ja auch nicht mehr die Jüngste. Ja. Dankeschön, ja. Nein. Nicht doch, Frau Riebeseel, für Rinder ist es doch umsonst. Ja, sehen Sie mal, das Geld für die Bretter habe ich mir nur geliehen. Und das habe ich bald wieder zusammen. Dann kann sowieso jeder umsonst drüber. Ach nein. Sie haben bestimmt Unkosten gehabt. Und für eine gute Sache, da gibt man doch auch gerne. Also bitte nehmen Na Sie. Ja, wenn Sie meinen. Kommen Sie gut rüber. Danke schön. Na, Herrschaften, wer will noch mal? 10 Pfennig nur. Hin und zurück. Und für Kinder und Rentner nicht 5 Pfennig. Ein Pfennig, nein. Oh, Fräulein Barbara, kommen Sie rüber. Diesmal hält sie. Ja. Oh, ist ja toll. Danke. Bravo, die hält ja wirklich. Ja, nur Mut. Die ist ja stabil, ja. Hoppla, gratuliere. Oh, was? Das kostet was? Ja, nein. Für Sie nicht, Fräulein Barbara. Sie müssen ja sozusagen dienstlich rüber. Ne? So, und ich kann dann jeden Tag rüber und brauche nicht mehr diesen blöden Umweg zu fahren. Nee, nein. Also, so oft Sie wollen, immer. Auch mal außerdienstlich. Sie sind ein Engel. Danke. Einmal Brücke, bitte. Also, ich finde, ihr solltet jetzt langsam abschalten, nicht? Noch eine Brücke brauche ich heute nicht. Nee. Tschüss.